Hallo und willkommen zu City Vision, Ihrem Lokalfernsehen. Ja, in der Stadt, mit der Seestadt. Das soll heute eines unserer Themen sein in der Sendung Klein-Venedig, Mönchengladbach. Aus City Ost wird Seestadt MG+. Die Partei Die Linke hat schon klar gesagt, was sie von dem neuen Namen hält. Dazu gleich mehr in den Nachrichten. Und was die Gladbacher darüber denken, dazu gleich mehr im Magazin. Aber vorher gucken wir mal auf die restlichen Themen von heute. Anlieger frei. Ärger um Verkehr auf dem Engelsmühlenweg. Und Sport in anderen Dimensionen. Die Welt des Unterwasser-Rugbys. Jetzt bei City Vision, das Magazin. Gestern haben wir es hier gemeldet, Mönchengladbach bekommt eine Seestadt. Seestadt MG+. So wurde in Cannes auf der Immobilienmesse die City Ost umgetauft. Auf der Messe scheint der Name gut anzukommen, bei der Mönchengladbacher Linken allerdings weniger. Die Partei nennt das Projekt einen Fehlstart und bemängelt daran, dass weder Bürger noch Politik ein Mitspracherecht beim neuen Namen hatten. Außerdem erinnere der Zusatz MG+ eher an eine kühle mathematische Formel als ein neues Zuhause. Mehr zum Thema Seestadt auch gleich bei uns hier im Magazin. Angesichts von drohenden Fahrverboten für Dieselautos steigt auch am Niederrhein das Interesse für E-Mobilität. Das gilt besonders für die rund 10.000 Pendler, die täglich aus Mönchengladbach in Richtung Düsseldorfer Innenstadt fahren. Die Landeshauptstadt ist akut von Fahrverboten bedroht. Doch wer sich ein Elektroauto anschafft, braucht auch dafür genug Ladestationen in der Umgebung. Die NEW will bis Ende dieses Jahres 30 neue Ladesäulen aufstellen. An diesen können Autofahrer kostenlos Strom laden, allerdings nur bis Ende 2018. 9 dieser E-Säulen sind bereits in Betrieb. Zurzeit prüft die NEW, ob mit Mitteln aus dem Landeshaushalt weitere 100 Säulen aufgestellt werden können. In Mönchengladbach stehen bislang 3 Ladesäulen. Eine hinter dem Hauptbahnhof und 2 auf dem Gelände der NEW auf der Ohlenkirchner Straße. Auf dem Spielplatz Wienenhütte-Rochusstraße in Rheindahl musste jetzt ein großes Spielgerät gesperrt werden. Das Holzklettergerüst ist massiv mit einem Pilz befallen. Es ist nicht deutlich zu sehen, welches Ausmaß der Schaden hat. Der Pilz wächst versteckt von innen nach außen. Ein Gutachten wird gerade erstellt und soll Klarheit bringen. Gegebenenfalls müssen Garantieansprüche geltend gemacht werden. Bis das Ergebnis feststeht, muss die Spielanlage zum Schutz der Kinder geschlossen bleiben. Kim steht an zahlreichen Stellen in Mönchengladbach am Straßenrand und warnt die Autofahrer. Kim, das steht für Kids in MG, und ist ein Aufsteller, der darum bittet, vorsichtig und langsam zu fahren. Heute wurden die 9. und die 10. Figur auf der Rudolfstraße aufgestellt. Für die Figuren an der Kindertagesstätte St. Aloysius hat das Fanprojekt De Kull die Patenschaft übernommen. Im letzten Jahr wurden im Straßenverkehr 14 Kinder schwer und 45 Kinder leicht verletzt. Wer ebenfalls Interesse an einer Kim-Patenschaft hat, soll sich bitte an die Verkehrswacht wenden unter dieser Nummer 02161 290. Am Montag wurde dem Verein Wegbegleiter von der Schaffrath-Stiftung eine Spende von 4.000 € überreicht. Was die Wegbegleiter leisten, hat uns ganz außerordentlich überzeugt. Wir halten das für eine sehr wertvolle Arbeit für Menschen in ihrer letzten Lebensphase und sind sehr dankbar, dass da so professionell gearbeitet wird. Der Verein Wegbegleiter auf der Mittelstraße hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die sterben müssen, zu helfen. Die Hilfe wird sowohl in Form von Beratung als auch durch die Vermittlung von Sterbebegleitern gegeben. Diese sind Ehrenamtler, die die Sterbenden auf ihrem letzten Weg vor allem seelisch und moralisch begleiten. Es sind sehr oft Menschen da, die keine Angehörigen mehr haben, keine Freunde mehr haben. Und darum sind sie froh, wenn sich jemand ans Bett setzt, was das Pflegepersonal nicht leisten kann. Und deswegen die Zeit, die man sich dort hinsetzt, ist eine wertvolle Zeit. Und ich denke mal, dass es den Menschen etwas gibt. Die Ausbildung der Ehrenamtler geschieht zumeist in Wochenendseminaren. Und diese kosten den Verein Geld. Weil wir sind halt auf Spenden angewiesen, gerade in dem Bereich der Unterkunftskosten, und sind sehr, sehr glücklich, dass wir das dann praktisch auf einmal jetzt finanziert bekommen haben. Das waren die Nachrichten und jetzt kommen wir zu unserem Wetter. Und ich verrate mal so viel: nach dem schönen Sonnentag heute, da wird es bald wieder kalt.
Heute Nacht ist der Himmel bewölkt und es wird frisch bei 5 Grad. Morgen über Tag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. In der darauffolgenden Nacht kann man mit etwas Glück einen schönen Sternenhimmel beobachten. Nachts bleibt es jedoch weiterhin kalt bei 4 Grad. Und hier die weiteren Aussichten. Das Wochenende wird wechselhaft. Neben wolkigen Abschnitten kann zeitweise die Sonne scheinen. Es bleibt weiterhin frisch bei maximal 7 Grad. Wer flitzt, wird geblitzt. Deshalb Achtung in Mönchengladbach in Winkeln, in Krefeld auf der Schönwasserstraße und der Kaiserstraße sowie in Schwalmtal auf der Rennepaarstraße. Wir wünschen eine sichere Fahrt. Seestadt MG Plus. Von einer Seestadt habe ich zuletzt in Der Hobbit noch gehört. Unsere Seestadt MG Plus, das klingt ein wenig nach einer Fantasy-Stadt, in der komplizierte Mathematikaufgaben gelöst werden. Was aber genau diese Seestadt ist, wann wir sie zu sehen bekommen und was die Gladbacher davon halten, davon berichten jetzt Janine Tillmanns und Sven Bogedein. So sieht das hier auf dem Engelsmühlenweg täglich aus, obwohl es sich hierbei um eine Anliegerstraße handelt. Wir befinden uns außerdem in einer 30er-Zone und trotzdem wird ordentlich geheizt. Und das auf Kosten der Anwohner. Ja, die Problematik ist, dass hier morgens ab 6:30 die Autos nicht fahren, sondern rasen, teilweise mit 70, 80 hier durch. Und das finden wir uns alle gestört, alleine auch schon, wenn nachmittags die Kinder hier rumlaufen. Hier hält sich keiner an die 30. Und das ist hier in Erwägung gezogen worden über mehrere Anwohner. Und es sind da schon 2 Versammlungen gewesen, dass da hier was getan werden müsste. Und jetzt warten wir mal ab, was kommt. Viele Autofahrer nutzen den Engelsmühlenweg verkehrswidrig als Abkürzung zur Autobahn. Denn auf diese Weise können sie die ein oder andere Ampel auf der Hauptstraße Willicher Damm vermeiden. Das spart Zeit. Aus der Sicht der Berufspendler verständlich. Aus der Sicht der Anwohner jedoch eine Katastrophe. Deshalb haben diese ihrem Ärger nun Luft gemacht. Ja, das war sehr gut. Es gab eine Bürgerinitiative. Die haben Unterschriften gesammelt und aufgrund dessen haben wir dann, wie ich das gehört habe, wie wir es von der CDU mitbekommen haben, haben wir dann eine Bürgerversammlung veranstaltet, denn die wollten zuerst, dass die ganze Straße mit Pöllern zugemacht wird und das wäre natürlich auch für die Anwohner insgesamt nicht so gut. Stattdessen sollen die Straßenmarkierungen und Schilder deutlich sichtbarer gemacht werden. Eine Linksabbiegerampel auf dem Willicher Damm könnte ebenfalls helfen. Wichtig aber, der Verkehr darf sich nicht vollständig auf die parallel verlaufende Oedinger Straße verlagern. Es gibt aber noch eine andere Idee, die den Oedingern helfen könnte. Und wir haben beantragt, eben mal zu prüfen, ob wir falsche Einbahnstraßenregelungen hier aufstellen dürfen. Denn dieses Schild anliegerfrei wird fast von jedem Autofahrer, es sei denn, es wären Fahrschüler, ignoriert. Jeder Mensch ignoriert das Schild, fährt einfach rein. Und wenn es halt ein Einbahnstraßenschild da steht, wird keiner hier reinfahren. Also ein Verbot der Einfahrt ist das dann. Für die betroffenen Anwohner ist ein Einbahnstraßenschild die letzte Hoffnung auf eine ruhigere Wohnsituation. Und was sagen die Oedinger selbst zu den Plänen? In Köln sind wir, ich glaube, nichts mehr. Ne? Und deswegen, ich glaube da auch noch nicht dran. Ich habe jetzt zuletzt jemanden getroffen, der hat gesagt, wir sind in der zweiten Phase. Ich weiß nicht, wie viele Phasen die brauchen, dass sich da was tut. Ne? Ja, wäre vielleicht kein Fehler. Ne? Wenn das eine Einbahnstraße würde, dann können Sie ja wenigstens nur von einer Seite rein. Wo es Verkehrsstraßen gibt, da ist Ärger meistens nicht weit. Es wird zu schnell oder zu langsam gefahren, der Verkehr ist zu laut, es ist zu unsicher, die Straßen sind zu eng, es gibt keine Parkplätze. Eine dieser Problemstraßen, das ist der Engelsmühlenweg in Mönchengladbach. Viele Autofahrer nutzen die Straße als Abkürzung zur Autobahn. Die Anwohner, die mögen das natürlich gar nicht. Janine Tillmanns mit den Einzelheiten. City Ost. Der Name gibt an, wo das neue Quartier in Mönchengladbach liegen soll. Aber das ist auch schon alles. So richtig reizvoll ist diese Bezeichnung nie gewesen. Nicht,
wenn man finanzkräftige Investoren für diesen Standort gewinnen will. Grund genug, das Gelände hinter dem Hauptbahnhof umzutaufen. Das hier ist zukünftig die Seestadt MG+. Hier entsteht in den nächsten Jahren ein Gebiet aus Wohnungen und Bürogebäuden und, um dem Namen gerecht zu werden, mit einem künstlichen See. Ein Investor aus Schweden will 500 Millionen in das Quartier investieren. Baustart ist noch dieses Jahr. Auf Europas größter Immobilienmesse, der MIPIM, hat eine Abordnung aus Mönchengladbach den Namen offiziell bekannt gegeben. Doch was halten die Mönchengladbacher von der Seestadt MG+? Scheiße. Den finde ich nicht so gut. Warum? Weil das Mönchengladbach ist und nicht Seestadt. Also das passt irgendwie nicht. Gewöhnungsbedürftig für hier. Wir liegen nicht so sehr am Wasser. Ich meine, Niers ist da, Marsis und Rhein ist auch in der Nähe, aber Seestadt, ich weiß nicht. Trockendock wäre doch schön. Also für mich gehört Seestadt an die Küste, nicht hier in Mönchengladbach. Definitiv. Da könnte man einen anderen Namen für finden. Warum Seestadt? Ich halte da viel von. Vor allen Dingen mehr Wohnungsbau. Und vor allen Dingen ein bisschen mehr Ordnung in Mönchengladbach. Denn da unten ist ja ein Chaos. Ja, finde ich etwas gewöhnungsbedürftig. Und nicht ganz so eingängig, wie er in der Zeitung verkauft wurde. Name? Ja, ist auf jeden Fall, klingt natürlich schön. Also wer will nicht mitten in der Stadt direkt am See wohnen, ist eigentlich ein sehr gut gewählter Name. Ja, ich wüsste jetzt ja nicht, ein See kenne ich da nicht. Und da weiß ich nicht. Seestadt, weiß ich nicht. Kleine Pause, danach wird es hier nass und sportlich. Eine Sportart, die man unter Wasser spielt, die wollen wir Ihnen gleich mal vorstellen. In ein paar Minuten. This is what it feels like. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Mönchengladbach ist eine Sportstadt und ich sage das mit dem Wissen, dass wir hier deutlich mehr haben als nur Fußball. Wer eine ungewöhnliche Sportart sucht, der wird hier auch fündig. Und über viele dieser Sportarten haben wir ja schon berichtet. Rugby, das ist ja auch nicht gerade typisch in unseren Breitengraden, aber noch untypischer ist es bestimmt, wenn man das unter Wasser spielt. Kollegin Janine Tillmanns ist für Sie abgetaucht. Unterwasser-Rugby. Eine Mannschaftssportart der etwas anderen Art. Einzigartig dadurch, dass die Spieler sich in 3 Dimensionen bewegen. Ziel ist es, den mit Salzwasser gefüllten Ball in den gegnerischen Korb zu legen. Zu der Trainingsausstattung der Spieler gehören Flossen, Tauchmaske und Schnorchel. Den Ursprung hat diese faszinierende Sportart tatsächlich hier bei uns gefunden. Unterwasser-Rugby ist eine deutsche Sportart. Was dann ist, hat sich dann so in den 60ern entwickelt. Da sollte das eigentlich einfach nur als Ausschwimmvariante, einfach um ein bisschen Stress abzubauen. Das war dann am Anfang, dass man auf dem Becken einfach so ein Netz aufgespannt hat mit einem Ball halb. Das Ziel des Spiels war es halt, einfach den Ball immer unter das Netz in die andere Hälfte und dann in einen
Metalleimer oder sowas ähnliches. Das waren halt die ersten Körbe. Die Mannschaft besteht aus einem Torwart, 5 Feldspielern, 6 Auswechselspielern und 3 Ersatzspielern. Die Spielzeit gliedert sich in 2 Halbzeiten, jeweils 15 Minuten. Der Spieler, der sich im Ballbesitz befindet, darf durch Schütteln, Ziehen und Zerren vom Ball getrennt werden. Kein Wunder, dass es da alles andere als sanft zugeht. Das ist echt schwer, als das einzige Mädchen immer mitzuspielen, weil vor allem beim Angreifen, wenn die dich dann angreifen, dann passen die dich ja auch wirklich überall an und so. Yannick spielt jetzt schon seit 3 Jahren Unterwasser-Rugby. Sein Wissen gibt er gerne weiter. Seit einem Jahr leitet er das Jugendtraining im Fitusbad. Die Kinder dort sind zwischen 12 und 14 Jahren alt. Aber auch jüngere Kinder und Erwachsene dürfen nach Absprache teilnehmen. Mit seinem Verein in Oberhausen hat Yannick auch schon an Meisterschaften teilgenommen. Es gibt eine deutsche Meisterschaft und zum Beispiel dieses Jahr findet in Oberhausen eine offizielle Weltmeisterschaft statt. Und dann halt so kleinere Turniere, die dann auch in bestimmten Bereichen stattfinden. Bevor das so elegant aussieht, bedarf es allerdings einer Menge Training. Und dabei stehen andere Faktoren als bei üblichen Ballsportarten im Vordergrund. Also das erstmal Kondition bauen sie natürlich auf durch das Flossentraining. Das ist Apnoe-Training, also mit angehaltener Luft. Dann ist natürlich auch die Gemeinschaft, wie bei jedem Spiel oder bei jedem Training, wenn viele Kinder zusammenkommen. Man muss sich vorher absprechen, wie die Spielzüge zu laufen haben. Und unter Wasser kann man nun mal nicht reden, deshalb muss über Wasser alles besprochen werden. Man braucht also gute Kondition und einen langen Atem. Und obwohl Unterwasser-Rugby sehr brutal aussieht, hier zählt der Fairplay-Gedanke und der Teamgeist der Spieler. Also ich mag Unterwasser-Rugby zu spielen, weil man einfach die Aggression rauslassen kann. Ich find's cool. Die St. Josef-Kirche ist inzwischen eine Grabeskirche oder wie man sie dort nennt, ein Trostraum, in dem Verstorbene beigesetzt werden. Aber dort herrscht nicht immer nur andächtige Stille, dort gibt es hin und wieder auch mal Musik. Nächsten Sonntag zum Beispiel um 17 Uhr beginnt dort das Programm Die Welt der Musik von ABBA bis Verdi. Der Titel sagt alles, da ist auch alles drin, von Boney M. bis Smetana. 17 Uhr, St. Josef-Kirche, der Eintritt ist frei. Und hier ist noch ein Tipp für Sie. Sie mögen klassische türkische Musik? Dann sind Sie bei dem Konzert der Gruppe Gönül Dostları genau richtig. Am 17. März lädt der türkische Chor zu seiner Vorstellung im Stadttheater Mönchengladbach ein. Ab 18.30 Uhr ist Einlass, um 19 Uhr beginnt das Konzert. Lassen Sie sich von der türkischen Kunstmusik verzaubern und genießen Sie den Abend im Stil von Tausend und einer Nacht. Wir wünschen viel Spaß. Der Zirkus ist wieder da, aber in der Manege stehen nicht die großen Artisten, sondern ganz kleine. Kinder aus Mönchengladbach schnuppern in diesen Tagen ein wenig Zirkusluft, dürfen sich selbst mal als Künstler oder Artist ausprobieren und genau darüber berichten wir morgen. Auch ein Thema in der nächsten Sendung, eine Modenschau in einem Trachtenmuseum. Schüler des Maria-Lenzen-Berufskolleg in Mönchengladbach haben versucht, genau die goldene Mitte zu finden zwischen Tracht und Moderne. Wie so etwas aussieht, zeigen wir Ihnen am Donnerstag. Außerdem gibt es den Kinotipp und die aktuellen Nachrichten. Schön, dass Sie heute zugeschaltet haben. Machen Sie das auch morgen wieder.